Eine Bar, in der es ein Privileg ist, Gast zu sein, das soll einst Herr Schimanko gesagt haben, als er das erste Mal die Eden-Bar betrat. Keine 10 Jahre später gehörte ihm das Etablissement. Einmal im Jahr übernimmt Bondi Consulting die Bar für ihre mittlerweile legendäre Campusfeier, um abseits vom Geschäftlichen für ein entspanntes Fest zusammenzukommen. Es freut mich, dass die Leute sagen, wir freuen uns wieder, kommen zu können. Und es gibt ja doch sehr, sehr viele Veranstaltungen, gerade vor Weihnachten. Umso mehr freut es mich, wen ich da alle heute begrüßen darf. Ich glaube einfach, dass alle Leute, die da sind, mittlerweile den Toni lieb gewonnen haben und damit wird es ein sehr geselliger Abend. Es wird, glaube ich, nicht so sehr geschäftlich geprägt, sondern eher sehr persönlich werden. Einen netten, entspannten Abend, das ist es. Und ich glaube, das ist ja genau das, was der Toni Bondi mit diesem Abend erreichen möchte. In diesem Jahr mit einem großen und einem kleinen Jubiläum. Zum einen feierten Herrn Bondis Eltern ihre diamantene Hochzeit, zum anderen findet Tonis Punsch zum mittlerweile 15. Mal statt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich wünsche euch einen wunderschönen, entspannten Abend. Viel Spaß mit der Band. Ihr könnt gerne auch tanzen. Vielen Dank und schönen Abend. Grund genug, einige der Gäste nach einer kleinen Anekdote mit dem Gastgeber zu fragen. Dazu kann ich nichts sagen. Erstens, anwaltliche Verschwiegenheitspflicht. Es gibt so viele Anekdoten mit Toni Bondi. Ich erinnere mich, ein sehr bekanntes Objekt in der Argentinierstraße mit einem Fonds, der auch sehr bekannt war, zu 5 tauchend in einen schwarzen Bus, haben uns dann überlegt, wie tarnen wir uns. Ich habe halt meine Handtasche im Auto gelassen. Den Toni zu tarnen war nicht leicht. Der Toni ist nicht nur ad personam hochprofessionell, sondern er hat die Größe, dass er sich auch mit professionellen Menschen umgibt, die ihn unterstützen. Und das fängt sogar damit an, dass er dann, wenn er Bewerbungsgespräche führt mit sehr jungen Menschen, dass er denen Rechenaufgaben stellt. Und jemand, der nicht Prozent rechnen kann, der kommt ihm nicht über die Türschwelle. Dicht gedrängt trifft sich eine Vielzahl an Vertretern der Immobilienbranche und Politik zum gemütlichen Trinken und Reden in der Eden. Und das spricht dafür, dass der Gastgeber ein sensationeller Netzwerker ist. Was also ist das Geheimnis des Erfolgs von Herrn Bondi? Unheimlich sympathisches Auftreten, große Professionalität, eine Vernetzung, die seinesgleichen sucht. Und Toni Bondi ist Toni Bondi. Ich würde sagen Authentizität. Jemand, der weiß, was er macht und es mit großem Vergnügen macht, der macht es gut. Ich glaube, der Toni Bondi ist die perfekte Mischung aus Immobilienprofi und einem extrem herzlichen Menschen. Für mich extremes Fachwissen. Man kann mit ihm innerhalb von ein paar Minuten eine Immobilie bewerten, auf eine Serviette in einem Lokal. Und wie sieht Herr Bondi das selbst? Dass wir immer sehr direkt, sehr gerade sind, sagen, was wir uns vorstellen und das dann auch einhalten. Ein dicht gedrängter, toller Abend in einer kultigen Location, die schon sehr viel erlebt hat. Wie lange die Party gedauert hat und was noch alles in der Edenbar passiert ist, bleibt in der Edenbar.